Zange. Pfeile, Büchsenöffner, kleine Schere. Das ist ein Arbeitstier. Geht durch wie Butter. So ein kleiner Bohrer, ein Messer, Stechale, Holzsäge. Ohne Probleme machbar. Ich find's echt geil. Hallo, ich bin's Fritz und du bist auf meinem Zweitkanal Fritz Meinecke Gear. Hier geht's um Ausrüstung und heute um ein Multitool der Firma Victorinox. Kleiner Tipp, schön bis zum Ende dranbleiben, denn da gibt's dieses Multitool nochmal original verpackt für einen von euch da draußen zu gewinnen. Ich werde oben wieder vorsichtshalber Werbevideo eingeblendet haben und du findest in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar die komplette Ausrüstungsliste aus dem Video, also auch das Multitool. Das ist das gute Stück, nennt sich Swisstool Spirit XBS. Und ist schwarz brüniert. Mit dazu gibt es so eine kleine Nylonscheide, wo vorne das Victorinox-Logo wirklich sehr schick drauf ist. Und hinten hat man die Möglichkeit, das Ganze an den Gürtel festzumachen. Ich habe das Multitool jetzt schon seit 3 Wochen im Einsatz, quasi als EDC. Ich habe es einfach immer dabei, hier direkt am Gürtel oder manchmal auch einfach irgendwo in der Tasche drin. Was leider nach 3 Wochen schon passiert ist, dass die Ecken der Nylonscheide hier so ein bisschen ausgefranst sind. Ja, ist nicht ganz so schön, könnte man mit dem Feuerzeug vielleicht wieder zurückflammen. Das ist ja die schwarze Variante, gibt es auch noch als silberne Variante und die wird dann in einem Leder-Etui geliefert, was ich noch ein bisschen schöner finde als das hier. Ihr seht das nochmal ein bisschen im Detail, wie das leicht ausfranst. Will man bei der Preiskategorie vom Messer eigentlich nicht haben, kann man also noch ein bisschen verbessern, ist jetzt nur so eine kleine optische Sache, funktionell ist die Scheide sonst wirklich top. Vorne haben wir dann eine ganz einfache Klettfläche, die sich einfach lösen lässt, damit wir das Messer auch schnell rausbekommen. Das ist jetzt das gute Stück und ich kann vorneweg schon mal sagen, ich finde es echt geil. Was sofort auffällt ist, dass die ganzen Werkzeuge außen liegen. Das heißt, ich muss es nicht erst aufklappen, sondern ich kann das einfach so zulassen und komme jetzt hier an die ganzen einzelnen Werkzeuge ohne Probleme ran. Außerdem sind alle Werkzeuge auch feststellbar. Also man klappt das aus und dann rastet es ein, es ist fest. Und diese 2 Schieber, die ihr hier seht, die sind zum Entriegeln. Einfach nach unten ziehen. Und dann kann man das Ganze wieder einklappen. Das finde ich richtig gut, dass es bei jedem Werkzeug ist, auch wenn wir einen Schlitzschraubenzieher haben und wir kiekeln da irgendwie so ein bisschen rum und der knackt dann zusammen und man hat seinen Finger darunter, ist das ein sehr, sehr unschönes Gefühl. Passiert hier nicht, dadurch, dass halt alles wirklich, ja, schön verriegelt ist. Klassisch, was hat ein Multitool? Natürlich eine Zange. Auch hier rastet das Ganze leicht ein. Also wir klappen das nach hinten und jetzt klickt es hier ein. Der Klappmechanismus lässt sich wirklich ganz einfach bedienen. Ganz entspannt zu und wieder auf. Die große Frage, die sich stellt, was haben wir hier natürlich alles für verschiedene Werkzeuge drin? Als erstes eine Feile. Und ihr seht, hier ist schon ein bisschen Staub dran. Die habe ich nämlich tatsächlich zum Knochenfeilen benutzt. Ist auch als Metallfeile beschrieben, können wir also nochmal in Ruhe testen. Wir haben beide Seiten angeschliffen. Hier ein bisschen gröber. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen feiner. Und hier oben haben wir auch noch eine Feile. Das wirkt wie so eine kleine, ja, so eine Feilensäge, sage ich mal. Dann haben wir hier noch einen klassischen Büchsenöffner. Der hat hier eine schöne scharfe Kante. Und hier vorne ist auch noch mal so ein Schlitzschraubenelement dran. Ein Kreuzschraubenzieher ist auch mit dabei. Und als nächstes noch ein Schlitzschraubenzieher, ein feiner. Was ich wirklich viel benutze, gerade auch im Alltag, ist einfach eine kleine Schere, Leute. Wir haben hier so eine Feder drin, das heißt, die schnappt auch von alleine immer wieder schön zurück. Und das Element ist auch fest, also man kann das jetzt hier nicht irgendwie komisch rüberklappen, sodass es alles sich verdreht, sondern ja, eine kleine, scharfe, funktionelle Schere. Und was darf natürlich nicht fehlen? Natürlich ein Messer. Das werden wir im Praxistest auch gleich nochmal schön unter die Lupe nehmen. Ein Beitel, also so ein kleiner Holzbeitel hier vorne dran und hier verschieden gebogene Klingen zum Abisolieren. Der Flaschenöffner, hier unten dieses Element, ist glaube ich als Drahtbieger beschrieben. Also irgendwie zum Draht drüberlegen und rumbiegen. Und hier vorne noch einen größeren Schlitzschraubenzieher. Und überall sind so kleine Kerben drin, damit man mit dem Fingernagel die Sachen auch gut aufbekommt. Wir haben noch eine Stechale dran. Die kann man so ein bisschen zum Bohren nehmen von Leder oder auch von Holz. Habe ich jetzt auch schon öfter benutzt. Und hier unten ist noch so ein kleiner Multifunktionshaken dran. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine kleine Holzsäge. Ihr seht, da hängen Späne drin. Ich habe auch schon ein bisschen Holz gesägt beim Basteln damit. Ansonsten sind hier noch auf beiden Seiten solche kleinen Elemente. Die sind für Zubehör da, was man sich noch nachträglich besorgen kann. Bin heute auf dem Lost Place, damit ich das Multitool mehr in einer urbanen Umgebung testen kann. Also auch mal Draht durchzwacken, abisolieren, vielleicht ein bisschen Plastik, aber auch Holz bearbeiten, ein bisschen was aufschrauben. Wir schauen gleich mal. Vorher haben wir natürlich noch die Zange, die wir ein bisschen unter die Lupe nehmen müssen. Auch hier sieht man schon, sind wieder verschiedenste Elemente. Vorne
ist so eine ganz kleine, flache, geriffelte Fläche. Ja, ich denke mal so für Feinarbeiten. Diese Rundung hier wird als Kapselpresser beschrieben. Ich vermute es mal für den Elektronikbereich, dass wenn ich vielleicht irgendwelche Kabel habe und da gibt es manchmal so Elemente, die man so rüber drücken muss, dass man das hier dann zwischen macht und das mit dem Kabel verbindet. Hier vorne dann gröbere Zacken, um zum Beispiel Muttern zu greifen und zu lösen. Und dahinter kommt dann der Drahtschneider. Und auf beiden Seiten nochmal so ganz dezent ein feines, schönes Victorinox-Logo. Kommen wir zum Praxistest. Gehen wir der Reihe lang durch und beginnen als allererstes ganz klassisch mal mit dem Messer. Ein Messer muss natürlich schön Holz bearbeiten können. Ich muss zugeben, ich habe damit schon Löffel geschnitzt. Also ich kann euch jetzt schon sagen, ja, kann es. Man kann hier ganz fein arbeiten, so ein bisschen Flocken schnitzen. Kann aber auch richtig Material runternehmen und große Späne entfernen. Schaut euch mal an, was das für Flocken sind hier. Das ist ein Arbeitstier. So, wie macht ihr das Messer bei ein paar Feinarbeiten, wenn wir jetzt wirklich nur so mit der Spitze arbeiten? Auch das funktioniert sehr gut. So, hier haben wir mal ein altes Kabel. Ich will natürlich jetzt nicht das Metall damit durchschneiden, aber wir haben hier außen wirklich so eine harte Plastikgummihülle. Einfach mal ein anderes Material testen, deswegen sind wir hier. Ja, mit dem Daumen kann man hier schön nacharbeiten. Das funktioniert sehr gut. Umso weiter unten wir hier arbeiten, umso dichter sind wir am Druckpunkt. Also da finde ich, hat man auch am meisten Kontrolle drüber. Mache noch den Paracord-Test. Sollte kein Problem sein. Ja, ohne Probleme. Geht durch wie Butter. Nach dem Messer folgt der Beitel und der Abisolierer. Ja, passt doch, Kabel hatten wir gerade. Das dicke ist jetzt nicht das klassische Kabel zum Abisolieren, aber da können wir mal die große Klinge testen. Also scharf ist die auf jeden Fall, ey. Hier im Detail sieht man es ein bisschen besser. Hier ist wirklich so eine größere, runde Schnittfläche und nochmal eine kleine daneben. Und hier vorne dran haben wir den Beitel. Kabel ist noch ein bisschen zu dick dafür. Hiermit haben wir deutlich mehr Kontrolle. Ja, wenn wir jetzt hier so einen Mittelsteg haben, dass wir den halt irgendwie mit dem Beitel schön schnell rausgetrennt bekommen. Der Holzbeitel erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Ich glaube aber im Alltag würde ich das nicht ganz so oft verwenden. Ist ein Tool, was ich eher so zum Basteln nehmen würde. Also wenn ich jetzt wirklich so Bushcraft-mäßig unterwegs bin, so ein bisschen Löffel, irgendwelche Auskerbungen machen möchte, dann kommt das schon eher zum Einsatz. Das ist ja immer so bei Ausrüstung. Ihr müsst immer im Hinterkopf haben, wofür nutze ich das Ganze? Wofür hole ich mir das? Ja? Hole ich mir so ein Messer für den Bushcraft-Bereich, weil ich damit basteln will? Hole ich mir das vielleicht fürs Auto, weil ich damit irgendwie unterwegs auf Reisen ein bisschen was reparieren möchte? Oder für den EDC-Bereich? Bin ich vielleicht auch Handwerker? Ja? Ihr müsst einfach individuell für euch gucken, welcher Einsatzzweck und wofür nutzt ihr das Ganze? So, da wir gerade dabei waren, gucken wir uns die Säge aber nochmal genauer an. So, das Holz ist jetzt hier schon trocken. Darf natürlich nicht vergessen, es ist nur ein kleines Sägeblatt, aber ich finde, dafür macht es eine gute Arbeit. Schöne, saubere Schnittkante. So einen dicken Stamm kriegt man mit Mühe und Not sicherlich auch durch. Spaß macht das dann aber nicht. Aber für so eine Äste auf jeden Fall optimal geeignet. Natürlich in keinster Weise zu vergleichen mit einer richtigen Klappsäge oder irgendwie einem Fuchsschwanz oder sowas. Ich habe hier gerade noch ein Plastikrohr gefunden. Wir wollten ja verschiedenste Materialien testen. Deswegen gucken wir mal, ob die Säge das auch packt. Ja, also auch Plastik, ohne Probleme machbar. Den Flaschenöffner habe ich in Norwegen schon getestet, funktioniert. Suchen wir uns irgendwo mal eine Schlitzschraube. Ah, schon ein bisschen gammelig, aber wir probieren es mal. Ja, perfekt. Geht super. Liegt dabei auch super an der Hand, das Multitool. Die Stechahle können wir mal hier zum Bohren bei einem Stück Holz nutzen. Habe ich halt bei meinem Löffelbau benutzt, damit ich ein Loch drin habe für ein kleines Lederbändchen. Also ein kleiner Bohrer, funktioniert gut. Sehr schön, da sind wir auf der einen Seite durch und machen auf der anderen direkt weiter. Und zwar mit meiner kleinen Lieblingsschere. Der Klassiker ist zum Beispiel, dass ihr irgendwo einen Faden habt, der an der Jacke, an der Hose ist oder so. Den könnt ihr dann ganz einfach abschnibbeln. Also durch Stoff zum Beispiel geht sie super durch. Hier jetzt mal ein Kabelbinder, wenn die überstehen, nervt das ja meist auch. Geht gerade so. Würde ich, glaube ich, eher dann ein Messer für nutzen. Hier hat sie ganz schön zu kämpfen. Das ist schon ein etwas stärkerer Kabelbinder. Wenn ihr zum Beispiel eine PET-Flasche habt, da ist die Wand ja viel, viel dünner, sollte das gar kein Problem sein. Zum Beispiel für eine improvisierte Fischfalle. Aber nochmal ganz einfacher gedacht. Fingernägel. Ja, wenn ihr zum Beispiel euch einen Fingernagel einreißt oder wenn ihr auch auf Reisen unterwegs seid und einfach mal wieder die Fingernägel schneiden müsst, könnt ihr sich natürlich auch die Haare mitschneiden, ne?
Aber das lassen wir lieber. Gerade im Elektronikbereich hat man öfter so kleine Schrauben, die so tief liegen, wo man mit den meisten Schlitzschraubenziehern gar nicht rankommt. Hier ist ja noch dieser kleine Feine verbaut. Damit sollte es, denke ich, gut klappen. Gar kein Problem. Wo die Schlitzschraube ist, ist die Kreuzschraube auch nicht weit. Dosenöffner habe ich in Norwegen auch benutzt, funktioniert. Kennt ihr sicherlich auch von anderen Taschenmessern. Einfach reinhebeln und dann kämpft man sich da durch. Also Plastik kriegt man gut mit bearbeitet, Knochen habe ich schon ausgetestet. Suchen wir uns mal noch ein bisschen Metall. Gucken wir doch mal, ob wir hier so einen Nagel der Säge davon durchbekommen. Machen wir mal ein bisschen einen extremeren Test. Wir haben jetzt hier ein Metall, das ist bestimmt 2-3 mm stark. Ich will es jetzt nicht komplett durchsägen, aber mal gucken, inwieweit wir das wirklich bearbeiten können. Also die trägt auf jeden Fall schon gut Material ab. Wenn wir irgendwie was befestigen wollen oder irgendwo so eine kleine Kante reinsägen wollen zum Basteln, funktioniert auf jeden Fall. Und kommen wir noch zur Zange. Draht durchzwacken. Ja, guck mal an, Leute. Also das geht hier ohne Probleme. Mit der feinen Spitze vorne kann man halt wirklich irgendwelche Sachen so biegen, wie man sie haben will. Ist auf jeden Fall gut griffig. Kriegen wir damit so eine angegammelte Schraube hier gelöst? Ah, sieht gut aus. Aber sie dreht sich mit. Das heißt, wir bräuchten noch ein zweites Multitool. Wenn die Schraube sich nicht mitdreht, dann kriegen wir es mit der Zange gelöst. Ein wirklich tolles Multitool, schön in schwarz gehalten. Ich sehe das Ganze auf jeden Fall im EDC-Bereich oder natürlich auch für kleine handwerkliche Bastelarbeiten oder auch wenn man auf einem Roadtrip unterwegs ist und vielleicht ja ein bisschen Mini-Werkzeugkasten dabei haben will. Wir kriegen hier keine Probleme mit dem Gesetz, dadurch, dass es keine Einhandöffnung gibt. Das heißt, wir brauchen zwei Hände für das Messer. Und somit können wir es auch normal in der Öffentlichkeit führen. Und was gibt's am Ende vom Video wieder? Richtig, ein Giveaway. Ihr könnt ein original verpacktes, schwarzes Swiss Tool Spirit XBS von Victorinox gewinnen. Dafür müsst ihr erstens den Kanal abonniert haben, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video und kein weiteres Giveaway. Zweitens natürlich Daumen nach oben aufs Video. Und drittens schreibt in die Kommentare, warum braucht genau ihr dieses Multitool? Für welchen Einsatzzweck würdet ihr das Ganze da draußen benutzen? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.